Ja, ich habe mir hier so ein schickes Dreibein gekauft. Von Petromax. Da kann man einen Dutch-Ofen dranhängen. Oder auch so was Schönes dranhängen. Vielleicht ein paar Tomahawk-Steaks oder sowas. Ich bereite schon mal für morgen alles vor. Eigentlich wollten wir erst morgen filmen und du filmst mich hier, während ich schon noch so dastehe, wie ich dastehe. Ungepflegt, unrasiert. Dann mache ich auch mit einem Beil dieses Teil hier auf, ne, den Karton. Ja, gucken wir uns das mal an. Das ist ein Edelstahlgestell. Mit 12er Füßen, mit Teleskopfüßen. Einwandfrei. Tja, geile Kette, ne? Tja, also der Plan ist, dass wir erstmal für heute schon mal die Feuerstelle vorbereiten. Guck mal hier, ich habe jetzt eine alte Waschmaschinentrommel. Mega, ne? So, dann wollen wir das Teil hier drüber stellen. Guck mal hier. Und wir wollen auch gleichzeitig noch den Weihnachtsbaum verwerten. Oh, mega, ne? Hier schön Feuer rein. Cool. Ja, Freunde, wer ihn noch nicht gesehen hatte, unser Weihnachtsbaum 2022, der wird jetzt seiner letzten Reise zugeführt. Und ich hoffe, er wird uns nochmal helfen. Ziel ist es, die ganzen Zweige um dieses Dreibein drumherum zu legen, beziehungsweise anzuheften, anzubinden. Ich muss mir da noch was ausdenken. Und dann hängen wir da morgen zwei geile Tomahawks rein und lassen die da drin so ein bisschen räuchern und vor sich hinkarren. Und dann irgendwann mal kriegen sie noch ein schönes Finish und dann sind die Steaks auch schon fertig. Ne? Und der Weihnachtsbaum hat natürlich dann zwei Zwecke erfüllt. Einmal hat uns ein schönes Weihnachtsfest beschert. Danke nochmal an den edlen Spender. Und er hat noch ein paar Steaks vollendet. Ob das klappen wird, werden wir dann halt morgen sehen. Ne? So, und die Zweige, die nehmen wir dann alle und heften die an das Dreibein dran. Nehmen das sozusagen als Räucherkammer. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier so schön abgedeckt bekommen. Hier soll sein, dass wir hier so eine Glut haben, bis hier ungefähr. So, dass wir das noch ein bisschen verschneiden, damit das Ganze auch nicht anbrennt hier unten. Das versuchen wir hier oben so dicht wie möglich. Ne? Die Tomahawks, die sollen irgendwo in der Höhe hängen. Aber wir stülpen das erst drüber, wenn wir ein richtig schönes Glutbett auch haben. Wenn wir uns auch wirklich sicher sind, dass es funktioniert. Na, und dann hoffen wir natürlich, wenn ich ja noch so ein großes Holzstück hinzugebe, dass das so einen smokenden Effekt gibt. Ne? Dann haben wir dann so Smoke aus irgendwie Holz und Tanne. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das funktioniert. Ne? Nicht, dass die guten Tomahawks von Stefan nur noch nach Tanne schmecken. Ja, ich mache schon mal die Glutvorbereitung für unsere Tomahawks. Jetzt haben wir noch ein offenes Feuer, wir wollen eine schöne, gleichmäßige Glut haben. Darf man auch Bier trinken zum Sonntag eigentlich? Nein. Ah, okay. Ja. Nicht im Januar. Macht von euch auch irgendeiner Dry January oder trockener Januar? Macht das einer? Schreibt mal drunter, ne, ob das eine coole Sache ist oder nicht. Ich bin noch so am Zweifeln. Ja. Wir warten schon alle auf dich. Ach so, oh, Freunde der Sonne. Oder Freunde des gepflegten Landregens. Willkommen zurück zu Schultis Grillecke. Video Nummer 1 in 2023. Ja, wie wir euch schon im letzten Jahr, letzte Woche, letzten Monat versprochen haben, wir werden nochmal unserem Tannenbaum die letzte Ehre erweisen. Und wollen dazu zwei Tomahawks heute zubereiten. Ich habe mir heute zwei Bio-Tomahawks von Stefan aus Rostock mir besorgt. Ne? Verlinke ich euch natürlich auch wieder. Was brauchen wir dazu? Zwei schöne Tomahawks. Schön marmoriert. Ein Akkuschrauber. Eine Kette. Ein Mieter. Hier unser Dreibein. Und da wollen wir die Tomahawks einhängen und ein bisschen so zurecht smoken lassen. Wie lange das dauert, kann ich euch noch nicht sagen, weil wir haben das noch nie gemacht. Wir stecken dazu den Mieter rein. Ne? Und dann lassen wir das so über der alten Waschmaschinentrommel so vor sich hingaren und hin zelebrieren. Was auch immer. Ne? Sucht es euch aus. So, geht los. Mal gucken hier. Schönes Bild, ne? Übrigens, unser Chief Sales Officer würde die auch so essen, ne? Stimmt's, Eddie? Nee. Ah, ich bin gemein, ne? So, lassen wir mal schauen. So. Okay. Man merke, man braucht eine Schlagbohrfunktion. Ah, that's it. Passt. Also,
Versuch Nummer 1. Nehmt bei eurem Akkuschrauber die Schlagbohrfunktion. Meine Herren, ey, die haben sie echt in sich hier, die Teile. Schaut mal her. Hier unten hängen die beiden Tomahawks. Zugegebenermaßen mussten wir eins an einen Draht wickeln. Wir haben da noch einen Mieter reingesteckt und jetzt geht das Dreibein da drüber. Wir schmeißen noch ein paar zusätzliche Holzchunks rein für einen zusätzlichen Smoke-Effekt. Holzkohle, noch einen größeren Holzscheit. Wie lange das dauern wird, das werden wir euch dann am Ende vom Video sagen. In der Zwischenzeit machen wir uns noch ein paar schöne Pommes. Die sind mit Sicherheit eher fertig als das hier. So, aber jetzt, bevor die Hitze weg ist, lasset die Spiele beginnen. So. Mal vernünftig ausrichten. Dann müssen wir auch gucken, dass die Tanne soll ja nicht brennen. Muss man hier rausziehen. So. Wenn wir so einen Kamineffekt haben. Und wenn irgendwo noch Tanne fehlt, so wie hier, dann werden wir uns noch ein bisschen was dran stecken. Guckt mal hier, hier sieht man es schön. Sieht man das Fleisch? Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Ah, so ein bisschen. Und wenn du jetzt mal nach oben guckst, guck mal da, kommt noch Rauch raus. Cool, ne? Gut. Überlegen, Kerntemperatur liegt jetzt bei knapp 30 Grad. Was machen wir jetzt? Da hängen sie. Wahrscheinlich sieht man sie besser hier unten. Okay. Können wir die auch auf den Grill legen? Die könnte man noch auf dem Grill beenden. Ich hole einfach mal ein anderes Kernthermometer. Kann auch sein, dass der Mieter heute nicht ganz so gut geht. Der Drucktest ist schon ganz cool. Ich würde sagen, es hat Feuer gefangen. Wir steigen auf den Gasgrill um. Tja, großer Unfall, ne? Also, ja, ich wollte noch mal nachlegen, ne? Und ich dachte, die Glut ist schon weit unten genug, stülpe das Ding drüber. Stand das Dreibein inklusive der Tomahawk der Flammen. Aber du hast gesagt, die riechen ganz geil, ne? Ja, die riechen wirklich sehr geil. Tja, Freunde, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt die Tomahawks abgespült. Die sind ja nicht schlecht deswegen. Nur weil sie ein bisschen von der Flamme geküsst wurden. Und wir wenden sie jetzt auf den Gasgrill. So wie wir es eigentlich nicht wollten. Ich bin gespannt, was meine werten Follower so dazu sagen. Meine Community. Meine Community. Die haben auf jeden Fall mal was zu lachen. Vielleicht geht das ja mal richtig viral, das Video. So, Freunde, hier dann klassisch auf dem Gasgrill, ne? Das, was ich eigentlich heute nicht machen wollte. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Ne? Nee. Das erste Grillvideo, gleich das sensationellste. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal toppen können. Ne? Ja, wir sehen uns dann nachher zum Aufschnitt. Mal sehen, ob das gesmoked überhaupt durchkommt. Da bin ich ja überhaupt jetzt mal noch gespannt. Ne? Alles andere, ich werde jetzt mal den Weihnachtsbaum seine letzte Reise noch ein bisschen begleiten. Und wir sehen uns dann beim Anschnitt. Bis dann. Tomahawks sind fertig. Auf dem Gasgrill zu Ende gezogen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob es doch noch einen gesmokten Geschmack gibt. Das ist ja so das bisher fast spektakulärste Video, was wir gemacht haben. Auch wenn es nicht ganz so zum Ziel gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber naja, wir schneiden hier mal schön vom Knochen runter. Na, guck mal hier, sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Ne? So, ein bisschen rosa da der Kern. Wie sieht es da aus da drin? Sehr gut. Noch besser. So, wollen wir mal gucken, ob wir was gesmoked schmecken. Was für dich jetzt noch ein bisschen mehr gekonnt, ne? Also man schmeckt echt was Rauchiges. Bei so viel Rauch kein Wunder, ne? Also ganz ohne Salz, ohne Pfeffer. Es kommt echt cool durch. Also, es war ein cooler Versuch. Wir werden nächstes Jahr den Tannenbaum wiederverwerten und das nochmal so in der Form machen, wie dieses Jahr, weiß ich noch nicht. Naja, auf jeden Fall bleibt mir nur eine Sache, ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Super spektakuläre Szenen dabei.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu Schrödis Grillecke. Und denkt dran, weiterempfehlen, abonnieren, denkt an die Glocke und bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.